Hallo und herzlich willkommen zurück zu iSketch mit dem Krian, Hallo. mit dem Giacomo, Hallo. mit dem Toni, Hallo. mit dem Garg, Moin, moin. mit der Rena Huhu. und das letzte, der Blankwolf. Hallo. Und dem Alex, Wir der nicht skippen will. skippt jetzt. Wir spielen deutsche Redewendung Geil. und zwar auf einfach. Mein Wort übrigens eben war drei Käse hoch. Das geht doch, das geht. Das geht Hätte man sogar recht machen können. einfach. Sagen wir wieder, wenn es Wörter gibt oder wie viele es sind. Und Bindestriche. Gut. Bindestriche sagen wir auch. Ja, Bindestriche, Doppelpunkte und sämtliche Satzzeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also okay, das ist nicht wirklich eine Phrase, das ist eher eine Aussage, würde ich mal behaupten. So eine Aussage. Oh, ich habe sogar einen Buchstaben raus. Ich habe sogar ein Wort rausbekommen aufgrund meines Satzes, den ich schreiben Wunderbar. wollte. Sau Ja, gut. Auch schon ein eins. Buchstaben habe ich auch. Ein Wort habe ich. Die Frage ist, wie viele Wörter gibt es? Sieben Wörter? Krass. Oh, ich habe zwei Wörter. Okay, das letzte sieht irgendwie komisch aus. Ich mal das nochmal neu. Okay, ich habe auch das erste Wort. Warte, Also ob das ein reicht. Wort. Ich habe zwei Wörter. Okay. Ah. Ich habe drei Wörter. Echt? Oh, ich habe auch drei. Und ich mal nicht, was ein Scheiß. Ich habe auch drei. Was? Oh Gott. Bei dem ersten, Ich habe sogar das vierte Wort rausgefunden. bei dem ersten ist es egal, was es ist. Es geht nur Oh, ich habe auch um, schon das dass es was vierte. heißt. Ich habe vier Wörter. Ich auch. Wahrscheinlich haben wir alle dieselben, Sehr richtig? wahrscheinlich, ja. Das kann gut sein, ihr braucht aber sieben. Ich habe fünf, Oh, ich habe kacke. jetzt fünf. Ernsthaft? Ja. Braucht dann nur noch puzzeln. Und Ne, ich wir brauchen habe, noch oh, zwei ich habe mehr. fast alle Wörter. Wahrscheinlich fehlt mir noch eins. Ich hab drei. Schön. Okay, eins. Oh, wie macht man das? Oh, mir fehlt nur noch ein Wort, höchstwahrscheinlich. Also das dritte und vierte Wort sind ähnliche Wörter, sagen wir mal so. Super. Was die Nummer 7 ist, das dürftet ihr alle wissen, oder? Ja. Okay. Nicht wirklich. Okay, du musst dir vorstellen, da ist noch ein Körper drüber und ein Kopf. Das soll ein Afroamerikaner sein. Und hier Hat noch sind immer so volle Haare. Lippen. Genau, Lippen, nennen wir es so. Stell dir einfach Nicki Minaj vor. Ja, nee, ist klar. So. Dachte ich auch schon, Blankwolf. Ach so. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Ah, fuck, ich wollte euch eigentlich einen Hint geben. Das war's. Was war's denn? Das Also ich kannst du hatte. dir in den Arsch stecken. Nee, Oh! entweder schiebt dir das Ich in den hatte Arsch. das in den Arsch stecken. Mir hat nur ein Wort gefehlt. Ja, dann wäre es aber einfach Tja. gewesen. Ja. Vor allem kriegst du ja angezeigt, in welcher Reihenfolge die Wörter kommen. Nee. Natürlich. Ja? Ja, logisch. Okay, 5P. Person? Hallo? Keine Wörter schreiben. Ja, eben, keine Wörter schreiben. Oder Buchstaben. Alex, keine Wörter. Keine Auch Wörter. keine Abkürzungen. Außerdem gibt es im Grammatischen keine fünfte Person, oder? Du Plural extra zählst. So. Okay. Ich habe zwei Wörter. Wir sind bei Redewendungen oder sowas ähnlichem. Sätze. Okay. Jaco ist schon nah dran. Oh, Rena? Das darfst du nicht sagen. Muss ich. Das sind vier Wörter. Ja, die sehen doch, dass sie nah dran sind. Na, Blankwolf hat's sehr gut, Blankwolf. Ja. Na, Es war aber auch Rena? offensichtlich, nur nach einer Weile. Keine Ahnung, ich versuch's gar nicht erst. Warum nicht? Weil ich nicht mal weiß, was dieses 5 Pers sein soll. Ich habe Gruppe geschrieben, Das Familie 5 Pers geschrieben. hat eigentlich nichts damit zu tun.
Na, ist aber halt da. Also verarbeite ich das. Ich hab 4 Wörter. Ich komme nie drauf. Es sind auch nur 4 Wörter. Drei. Hätten wir auch nicht schreiben können, dass es 4 sind. Das war nur ein Denkfehler mit der 5. Achso. Ach so meinst du das? Komm nie drauf. Was weiß ich, irgendwas mit S. Ja, genau. Ja, irgendwas mit S und Hut oder was weiß ich. Mir fehlt ein Wort. Was macht denn der Hut? Halt die Klappe, Alex. Ah. Oh, ich hab brennt falsch geschrieben. Es brennt der Hut. Oh. Ich hab geschrieben, dir brennt der Hut. Also scheiße, aber nicht das. Der Hut brennt, hab ich geschrieben. Übrigens, die 5. Person ist halt dann wirklich ihr. Ja. Echt? Ja, natürlich. Ja. Ist ja erste Person Singular und da kannst du im Prinzip sagen, 5. Person. Geht ja bis 6. Man sagt natürlich Plural. Aber Grammatik 5, also von daher. Ja, 5. Person, sag ich doch. Nee, Grammatik 5. Aber ist S nicht die 5? Ich, du, er, sie, es. Nein, das ist 3. Person Singular. Er, sie, es ist alles 3. Person Singular. Englisch oder Deutsch? Deutsch. Sollte man im Notfall dann halt auch mal. Eine Sekunde. Ja, deswegen hatte ich dann ja noch verbessert auf 3. Ja, nachdem ich gesagt habe, die 5. Person bringt nichts. Da, wo schon Countdown war. So, dieses Ding wächst an so einem Ding dran. Ja, was ist denn das erste? Was ist das zweite? Keine Ahnung, das erste ist eine Fretze. So, warte mal. Man kann es natürlich auch so darstellen. Damn. 2 Personen. Aber es ist halt nicht mal ein Sprichwort, das finde ich halt so. Das ist einfach nur ein Wort. Ja, deswegen, ja. Ich finde das auch nicht gut, das haben wir letztens schon gesagt, dass das kacke ist. Ich finde die alle hier nicht so gut, die ja, kam als German Phrases kam Eier Popeye. Geil. Nee, wieso schreibst du da Kokosnusskopf? Wieso nicht? Und dein Kopf ist so eine Kokosnuss. Da stehen 1 und 2. Entschuldigung. Falsch rum. Oh. Surfe noch ganz. Also das kleine Bild. Was das bitte schön Kokosnuss saugen. Das ist ein sehr interessanter Euphemismus. Hä? Nuss wird mit 2 S geschrieben. Ja. Was machen die denn da oben rechts, Krian? Also sehe ich. Was knutschen? Ich guck so lang. Eher eine Surfe. Gewalttätige Art. Die also saugen Kokosnuss saugen. Das erste ist ein Kopf, das zweite ist eine Nuss. Eine Kopfnuss. Deswegen magst du eine Kokosnuss. Es ist ein. Hab ich mich auch immer. Ja, aber es ist die beste Nuss, die er malen kann. Ist das nicht mal eine Nuss? Er hat er sich selbst gemalt. Ja, aber es heißt Kokosnuss. Ja, es heißt so. Ich kam halt direkt auf Kokosnusskopf wegen Netz ultimativer Schulwahnsinn. Oh. Ja. Wo war nochmal löschen? Der Radiergummi oben links in der Leiste? Vielleicht? Ich muss im Hintergrund Musik anmachen, das ist so langweilig. Gar nicht. Ich darf aber eben hinschreiben, wie viele Wörter, ne? Ja. Ich hab was. Ich hab auch schon was. Mehr gibt's noch nicht. Ja toll, wie soll man das erste machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, Mann. Ja. So, jetzt müsst ihr. Ich weiß nicht, wie ich das malen soll. Was? Was soll denn das A sein? Ich weiß nicht, was mit dem A auf sich hat. Das A ist einfach. Warte doch einfach. Ach so, ja, okay. Das A ist einfach, aber dieses letzte kleine H. Ja. Ich weiß ja sonst nicht, wie ich das malen soll. Ähnlich wie besitzen. Danke. Ja, danke. Ja. Hey. Nur Jaco noch nicht. Nö. Das war sau viel Zeit nachhinein. Ich hab immer Lust, ja. Alex die Schuld. Jo. Vergiss es. So viele Möglichkeiten am Abend gab's ja nicht.
Dann skip doch, du Bitch. Toni kapituliert. Und was war's? Dann skip vor allen Dingen direkt und nicht erst kurz bevor die Zeit um ist. Ja. Was war's? Gefahr macht den Menschen fromm. Das ist halt was ich kenne. Das ist eine bekannte deutsche. Ich kenn's also, ich kenn den nicht. Ich kenn's auch nicht. Ich auch nicht. Von denen kennt man gar keine. Ja, die sind bis auf einzige. Am Hals haben, kenn ich. Ja, natürlich. Ach ja, was ja, das heißt das? Aber halt nicht als Redensart. Dass du was am Hals hast, in hier. Krippe oder sowas. Im Halsschmuck. Ja, aber trotzdem, also. So nennt man's natürlich nicht. Okay, das ist jetzt nicht sehr schön gemalt, aber egal. Ich habe letztens noch eure Videos geguckt und das hattet ihr schon mal. Hilft euch das als Hinweis? Danke. Also ich hatte es vorher schon, bevor du es gesagt hast, dass das offensichtlich war. Ja. Oh, warte. Ich dachte, was jetzt das hat mir auch geholfen. 3D-Effekt. Nee, ich hab's direkt als nächstes geschrieben. Also, das sollte nicht kommen. Diese beide dasselbe schreiben. Hinter Gittern. Ja, ach man, ich mal das anders. Ich konnte das letzte Wort nicht richtig schreiben. Mal das erste Wort. Bin ja dabei. Das ist das zweite, aber okay. Ach ja, gut. Jetzt müssen wir dieses Wort halt noch schreiben können. Richtig. Du kannst ja nicht mal Fenster schreiben. Verdammt, wie schreibt man das zweite Wort? Mit Gefühl. Ein R, Chaco. Der war nicht die schwedische Fahne, violett. Ich hab halt blau nicht so schnell gesehen, jetzt ist es lila, Mann. Diss mich doch nicht so. Doch. Boah, nur weil ich ein N zu viel hatte. Was, hast du Gardinen mit Doppel-N geschrieben? Okay. Ich glaub wohl. Okay, vier Wörter. Okay. Was? Ein Wort habe ich schon mal. So, das hier ist. Es ist nicht gerade einfach. Du. Was? Ich nix verstehen. Ich nix auch nicht. Deutsch. Alter, was ist das denn bitteschön? Du Körperflöte, du. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen leiser bin, aber ich muss hier. Konzentration. Soll das zweite darstellen? Das zweite ist ein bisschen sehr. Entschuldigung, jetzt hier bitte an alle unter 18-Jährigen, das dürft ihr jetzt. Solltet ihr tatsächlich nicht hier sehen. Das ist normalerweise irgendwo anders zu sehen. Nämlich hier. So. Naja, ich denke, dass das einigermaßen deutlich ist. Die Frage ist bei der 2, weil ihr das alles hört, wie nennt man diesen Körperteil speziell? Es geht um den hier. Aber ihr müsst halt da hinten dran noch was dahin machen und es ist in der Regel das hier. So. Ihr seid vom Prinzip. Yes. Jawoll! Was? Schön, Rena. Schön. Keine Ahnung. Sehr gut gemacht, Krian. Sehr gut. Ich hab zwei Wörter, weiß nicht, was zwei ist. Ich hab eins. Bei der zwei, welcher Körperteil stellt das denn dar? Ja, ich weiß schon, aber ich. Ja, und das zweite ist halt. Es geht halt um das in dem Kreis. Mehr nicht speziell, musikalisch nicht so genau. Ah, okay. Ich komme aufs zweite, ne. Ich komme auf gar keins, ich habe noch das nichts. Das vierte. Ja, es ist nicht einfach. Jawohl, wer hat's noch? Ja, Alex. Schön. Sehr gut, Alex. Cheating. Rena hat vorgesagt. Ja. Nee, hat sie nicht.
per Gedankenübertragung. Aber ich muss sagen, die 4 ist gut gemacht. Wenn man es einmal raus hat, dann ist das gut, ja. Komm nicht auf, was die 4 ist. Ah. Ja. Ach, Ton. Oh Gott. Im Brustton der Überzeugung, ehrlich? Ich hab nie gehört. Das hat der Krian gut gemacht. Ja. Ich hab was gut gemacht. Ein Lohn. Ja, du machst Runde 6, das ist korrekt, Chaco. Hast du gut erkannt. Ach so, was anderes. Ach so. Ha. Interessant. Sehr interessant. Interessant noch mehr. Alter. Was? Ja, vergiss es. Gleich mal zwei Hims. Tata! Bam! Ja, gut, nachdem es da stand, wusste ich, was es sein soll. Der Gag auch. Voll einfach. Das ist auch ein Spiel. Hey, was hab ich denn falsch geschrieben? Hast du vielleicht M ein N geschrieben, Rena? Ja, wahrscheinlich ja, irgendwie sowas. Groß- und Kleinschreiben achtet. Oh ja, das ist echt schön. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Soll ich euch ein das Wort geben? Ist ein typisches Sprichwort. Ja, ist echt sehr typisch. Nur das letzte Gebt Wort. Ich euch mal ein Wort. Mit rein. Also das hier ist das zweite Wort und das hier ist das fünfte. Und ihr seid mit dem fünften Wort seid Ihr im zweiten Wort. Los, Krian, schnell tippen. Was? Oh. Ah, die Rechtschreibung. Ja. Krian. Die Rechtschreibung ist ein Problem. Was denn? Ich hab doch geschrieben mit Latein. Seinem. Ja, am Ende mit seinem Latein sein. Am Ende mit Grammatik seiner Linie und so, ne, Leute? Ja. Ja, am Ende mit seiner Linie sein war ich auch. Wenn du es nicht mal mit Grammatik kommst, zeig ich auf deine Rechtschreibung hier. Nein, lieber nicht. Ich kann da ein Best-of draus machen, das kannst du in der Grundschule zeigen, die lachen dich aus. Aber auch nur die Hälfte, weil die andere denkt sich, hä, was machen die da? Dass hier überhaupt jemand was richtig errät. Hallo? Ja, außer bei deinen Zeichnungen, Rena. Danke. Ist ja auch zu klein, sonst fliegst du raus. Sei ehrlich hier, sieht alles kacke aus. Deins besonders. Das ist nichts Neues, aber ich hatte es doch wohl erraten. Oh, ich habe nur ein Wort gefunden. Oh. Ah, cool. Nee. Hä? Tja. Und was genau machst du? Das ist die Frage. Soll das darstellen, Alex? Rena, wenn du das nächste Mal bei Alex bist, gib ihm Zeichenunterricht. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Das sind 5 Wörter. So was, das wissen wir. Das Problem ist halt, wenn ich sowas wie 5 Wörter höre, dann denke ich immer an normale Sprichwörter und gucke, wie viele Wörter haben die und passt das mit dem Bild. Ja, aber dafür musstest du auf dem Bild mehr erkennen können als irgendwas. Ich kann euch nicht alle Wörter aufzeichnen. Das ist okay. Ich weiß nicht, was du überhaupt darstellen willst. Genau. Nur weil du es dick machst, wird's nicht besser. Okay. Ich nix verstehen. Parkverbot. Das sein können. Ja. Es gibt viele Sprichwörter mit Parkverbot drin. Hier kannst du nicht parken, weil hier ist die halt kein Sprichwort. Das ist eine Kuh, eindeutig. So malt Alex Kühe. Die halt einfach recht hat. Geil. Nein. Das ist wirklich eine Kuh. Was? Rika, auch nicht. Nein. Es geht hier nicht um die Flecken. Ach so. Warum hast du dann einen Pfeil auf die Flecken? Ja.
Das macht halt dann gar keinen Sinn. Es geht halt um das, wo die Arena. Ja, du, Lenkwolf? Das habe ich schon seit keine Ahnung wie lange. Aber das hilft mir nicht. Ja, nein, du dich fällt. Jups. Ja! Was? Sehr gut. Ja, genau! Die cheaten, ich sag's euch. Eindeutig. Die sprechen sich ab. Nee. Ja, per Gedankenübertragung. Immer noch. Ja. Ah, ich hab mich vertippt. Ja, keine Ahnung. Danke. Keine Ahnung. Blank ist auch mit eingeweiht in unsere Gedanken. Aha, so eine gute Frage. Die hat das sogar vor Rena, ich hab mich bloß vertippt. Ah, das ist Skype-Cheating. The fuck? Ich hab keine Ahnung. Wir haben nebenbei noch Skype an und benutzen alle Push-to-Talk. Ja, ihr solltet uns reporten. Hab ich schon längst. Du hättest ja mal den Hint geben können. Jetzt soll ich mal oben auf das Dreieck drücken? Ja. Aber das kannte ich zumindest. Los Blankwolf. Ja, ich muss kurz überlegen. Los Blankwolf. Ja, Blankwolf. Halt die Klappe. Schnell. Toni, ich bin froh, dass du auch hier bist, da bin ich nicht die Letzte. Apply water to burnt area. Machen wir das. Zwei doofe Gedanke. Beef. Nee, ich hab keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Was war's? Von Lumpen zum Reichtum. Oh Gott. Hättest du eine wunderschöne Brückenlandschaft malen können und da unten einen Bettler unten drunter, um oben dann einen reichen König zu platzieren. Cash okay. Money. Bitches. Sah aus wie so eine Babylocke gerade. Ja, hab ich auch gedacht. Ich hasse das hier mit zu zeichnen. Oh. Stand da schon oben drüber, kannst du nicht aufpassen. Oh, doch. Nicht gesehen. Mann, eigentlich bei dem Symbol müsste man doch schon fast wissen. Ja, natürlich. Einmal frei. Sind halt vier Wörter. Nee, fünf. Alter. Entschuldigung, fünf. Ja, guck mal, nicht mehr zählen! Was ist das jetzt? Ein falsch gemaltes Hakenkreuz? So, jetzt hast du es hier auf 5. Da, Chaco, ich nehme deine Idee auf und es wird verbessert, weil es halt 5 Buchstaben, 5 Wörter sind. So. 5! Chaco! Du malst einfach mal 5 so. Drittel der, 5 Drittel, ein Jawohl. Drittel der Zeit an der scheiß Zahl rum. Was soll das darstellen? Was? Ja, ich weiß nicht, wie das sein soll, sonst kipp ich. Wenn Nein, ihr es lieber nicht. Wollt. Oh, einer war schon ziemlich nah dran. Nein. Nee. Ja, genau. Knapp. Aber das ausgerechnet ihr beide zusammen das findet, ne? Oh, wie wird's denn? Ja, Skype-Cheating, eindeutig! Nee, ja, warum willst du es denn nicht, Blank? Ey, so einen besseren Hinweis kann Garg euch doch gar nicht geben. Was hat er denn gesagt? Rena und ich kamen da drauf, ja? Was hat er denn gesagt? Was sind denn das für zwei Dinger da? Und was für eine Beziehung haben Rena und ich? Wow. Mir fällt das letzte Wort nicht an. Mir fällt das erste Das nicht Gegenteil an. Von aufmachen. Ich hab das erste. Chaco, sehr gut. Schon die ganze Zeit, aber. Weißt du, aber das, da kann man schon ein bisschen mehr malen, außer das. Ich weiß nicht was, deswegen frag dich, ob ich skippen soll. Ja, kannst du so viel malen! Der gerade auf dem Schlauch steht. Nee, Blackwolf und Chaco. Ja, ich bin vor Chaco! Ach so, ja, okay. Das war dann doch zu einfach. Ist jetzt auch geklärt, warum ich dann sagte, noch einen besseren Tipp als Rena. Ich bin letzter, Toni, raus mit dir. Du musst hinter mir bleiben. Ich will so nicht. Komm, ich hab keine Ahnung, wie ich darf den ja jetzt nicht kicken, der zahlt ja. Der zeichnet ja.
Der zahlt! Ja, super! Eigentlich wollte ich ihn gerade kicken. Wir lassen jetzt einfach Jaco gewinnen. Dann aber wir kicken einfach Jaco, dann ist Tonstar trotzdem der Letzte. Stimmt. Finde ich gut. Jaco, du brauchst nicht krähen, hat das schon. Beachte das! Da. Oh. Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung, wie ich das malen soll. Was soll das darstellen? Eine, wie fühlt er sich denn? So. Toll. Okay. Jaco, sehr gut. So. Ja, vielleicht hilft das ja, eventuell. Auch gut, Schmutzwäsche. Es bleibt halt einfach dabei, es ist immer noch fröhlich. Ja, weiter? Es ist ja das. ja. Keine Ahnung, was er da uns mitteilen will. Mal das mal. Ja, aber selbst das erste scheinst du ja nicht malen zu können. Oder hat das irgendwer? Nö. Nö. Ich meine, der Alex hat's. Also Rina und Alex. Alex mal, er kann nicht. Ja. Eindeutig. Eindeutig? Pac-Man in eckig, ja. Ja, Pac-Man in eckig. Von Glück und Reichtum kotzen. Es geht ja nicht raus, sondern rein. Jetzt ist die Frage, wie mal ich das dritte Wort? Was soll überhaupt das erste und zweite sein? Gib mal Hint. Ja, Hint. Klar. So. Oh. What? Was? Mit Z. Mit Z. Wie kann man sein? Ja, oh, da kommen sie klar alle. wie mache ich das dritte? Mir fällt halt das zweite nicht ein. Ja, was macht denn der? Ich weiß nicht, wie ich das dritte malen soll. Ich brauch das letzte Wort. Ja, dabei. Ich brauch das erste Wort noch. Nee, wenn du das zweite hast und das da oben siehst, dann ist es dir klar. Ja, mal das letzte Wort! Krian, ich hasse dich! Nachdem ich das zweite Wort endlich hatte, war das dritte klar. Ja, nein. Nachdem ich das zweite wusste ich das erste, dann musste ich bloß aufs letzte warten. Nachdem ich die letzten beiden wusste ich auch das erste. Ich weiß das erste immer noch nicht. Macht nichts. Jaco, ja, mal das mal, ne? Ich hätte es halt einfach ich hätte es halt einfach auseinandergenommen, in mehrere Teile gemacht. Ja. Zum Beispiel. Jaco, kannst du nicht schreiben? Eine geschlossene Tür. Frieden, hättest du das Peace-Zeichen machen können? Ach, ich durfte nur einmal malen, das ist so nervig. Friedenheit ist alles, mal das mal. So, ganz Rena. Böse. So, Rena, jetzt zeig uns mal, wie man zeichnet. Mal alles? Ja, brauchst halt nur ein bisschen Zeit für. Ja. Langsam, Toni. Okay. Jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst malen soll. So ja, einfach. Sehr gut, Krian, sehr gut, Krian. Weil das zweite Wort bestanden ist, ist es easy. Wenn du das zweite Wort hast, ist es einfach. Ich find's Wort gut. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie sie das erste Wort macht. Also auf jeden Fall hat Trainer schon mal gewonnen. Ich sollte ja, nicht auf meinem Handy rumspielen, ich sollte das beobachten. Ganz schreibt man mit S. Damit ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Was soll das erste sein?
Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst malen soll. Wenn du das zweite Wort hast, ist das doch im Prinzip ganz einfach, was das erste sein muss. Nein. Sagt natürlich. Der Kian, der sonst immer auf dem Schlauch steht. Ja. Ich komme nicht aufs erste. Das ja, das bist ist du es selber. Es ist so logisch. Ja. Es ist einfach Blankwolf. Ja, das ist einfach ich komme nicht drauf. Ich komme auch nicht drauf. Ja. Ihr seid halt einfach eine dumme Gans. Oh. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht mit Ice Catch. Bis dann. Schönen Abend. Ciao. Ciao.